Richard Tarr tweetet heute, es ist sozusagen der erste Tag der Pulse-Chain. Warum? Was gibt's für eine Update bei der Bridge? Wie kannst du das nutzen, beziehungsweise wie wird sich das auswirken? Was steckt da genau hinter? Das erzähle ich dir heute, was wir heute für Updates haben und was Richard Tarr da so Geniales gemacht hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken und bei Fragen meldet euch bei mir oder eben in der Community-Gruppe, die ich habe. Findet die Links weiter unten. So, das hier ist der Tweet von Richard Tarr und zwar hier hat er gesagt: You might consider today pulsechain.com's first day because now everyone that has access to Ethereum has access to Pulse. Das heißt, jeder, der Zugriff auf Ethereum hat, hat auch Zugang oder Zugang zu Pulse. Das war noch nicht der Fall gestern, ja. Warum? Das zeige ich euch gleich. Und das ist wirklich wie ein Tag- und Nacht-Unterschied. 1000x der On-Ramp. Also, ne, von wegen, das war einfach das Upgrade, worauf er gewartet hat. Genau gehe ich da gleich auf ein. Wir sehen hier nochmal, mega geil. Ja, hier Pulsechain komplett dezentralisiert, Open Source, PulseX komplett dezentralisiert, Open Source, die Bridge dezentralisiert, Open Source und alles drum und dran. Ja, hunderte von Millionen von Liquidity, hunderttausende User. Man hat jetzt schon Ethereum-Fees runtergebracht und die Pulse-Chain ist wirklich einfach nur gekommen, um zu bleiben. Wir haben bei pulseburn.com haben wir jetzt sogar eine App, die man runterladen kann aufs iPhone. Wir haben hier den von Pulse und Hex gesponserten Lamborghini. Was jetzt die coole Sache ist, und ich werde wahrscheinlich einfach diesen Link jetzt hier in diesem Video auch verlinken, das hier ist die Möglichkeit, wo ihr das neue Wrapped Pulse kaufen könnt. Warum das neue Wrapped Pulse? Das sieht man, finde ich, bei der Bridge am besten, weil wenn wir jetzt hier auf der Bridge sind, dann sehen wir hier bei den Geschichten hier, wenn wir mal WPLS eingeben, Wrapped Pulse from Pulse Chain, Old und Wrapped Pulse. Ja? So, was ist jetzt hier der Unterschied? Wenn wir hier bei Wrapped Pulse von Ethereum auf die Pulse Chain wollen, jetzt checkt ihr nämlich, was hier so besonders ist, dann haben wir auf der Pulse-Chain Wrapped Pulse. Können wir Wrapped Pulse nehmen und um damit Transaktionen zu bezahlen? Ich glaube nicht. Der große Unterschied ist jetzt, dass wenn wir jetzt das neue Wrapped Pulse in das, was wir hier tauschen können, bridgen, dass wir hier unten ein Schalter haben, wo wir hier entweder entscheiden, ob wir Wrapped Pulse oder Pulse bekommen. Und das ist natürlich mega, weil so hat jeder die Möglichkeit, hier von der Ethereum-Blockchain jetzt sich Pulse rüber zu senden. Und so können wir jedem ermöglichen, hier direkt dann auch funktionsfähig von der Ethereum-Blockchain über zur Pulse-Chain zu kommen. Und das ist für Richard Tarr ein riesiges Update, wo er einfach sagt, so richtig, richtig krank. Da hat er lange drauf gewartet. Und jetzt wurde hier auch schon echt Liquidity hinterlegt. Dementsprechend läuft das alles auch super. Ja, ansonsten, was gab es hier sonst noch so? Genau, wir haben sogar noch einen neuen Swap Let's Exchange, wo man auch über 3700 andere Kryptowährungen tauschen kann. Auch das hier ist gar keine so riesige Geschichte, aber ist natürlich wieder eine neue Sache mit weiteren Menschen, mit weiteren Nutzern, die hier dann auf Pulsechain gucken werden. Wenn wir auf Puls Burn schauen, haben wir schicke 8% gemacht. Ja, beziehungsweise haben wir echt ein stabiles Wachstum dann doch auf jeden Fall wieder. Wenn wir hier einfach mal ein bisschen zurückgehen und einfach mal schauen. So. Ja, dann haben wir uns hier vom tiefsten Punkt, wo wir jetzt waren, haben wir gute 56% plus. Ne? Ist auf jeden Fall eine stabile Sache. Und gut, man weiß ja nie, ob es runter oder hochgehen wird, aber wo ich mir einfach sicher bin, ist, dass das hier wirklich alle Preise, die wir jetzt gerade sehen, denkt man ein, denkt man 2 Jahre, das sind geisteskranke Preise, das sind Sachen, das lohnt sich einfach hier zu kaufen und langfristig zu halten. Ne? Allein mit dieser neuen Bridge, mit den neuen Nachrichten, das hatte ich gestern schon gesagt. Wir, beziehungsweise die meisten Leute, sind ja jetzt rausgewaschen. Die Leute, die eh nicht vorhatten, das ganze Ding lang zu halten. Ja, die so, ach du meine Güte, die Bridge funktioniert nicht, dann gab es da einen Bug, dann gab es hier das und da das.
Ich glaube, ich verkaufe lieber. Die sind eh schon draußen. Raus mit denen. Jetzt sind nur noch die Menschen drinnen, die das Ganze wirklich langfristig sehen. Die auf einen 20, auf einen 40, auf einen 50, 60, 70x warten. Und das ist gut. Weil sobald die Leute, die jetzt hier drinnen sind, nicht verkaufen, sondern die halten und auch langfristig das ganze Projekt sehen, wird das Projekt sich viel besser und auch viel schneller hochentwickeln. Ja? Und das braucht man, um hier ein enormes Wachstum zu haben. Und ich glaube, das haben wir mittlerweile. Es kann natürlich immer sein, dass es nochmal runtergeht. Trotzdem nutzt den DCA-Effekt, also nutzt den Durchschnittskosteneffekt, um regelmäßig reinzukaufen, regelmäßig Puls, Puls X, Hex und all diese Sachen nachzukaufen. Lasst die Kohle für euch arbeiten. Nutzt die Liquidity Pools, nutzt die Pools, die kommen, die Farms, ne? Also Single Side Staking von Puls X, nutzt bei Hex die Staking-Funktion und so Sachen, um einfach einen Cashflow zu haben. Ne, um immer wieder mehr Coins zu bekommen, denn so häufen wir uns nicht immer mehr Euros an, die eh wertloser werden, sondern haben langfristig gesehen immer, immer, immer mehr Coins, immer mehr Tokens und ja, unsere Tasche füllt sich, weil diese Tokens werden mehr wert, im Gegensatz zum Euro, der einfach die ganze Zeit nur neu gedruckt wird. Ja, es ist einfach hier, sag ich mal, das sicherere Pferd. So, vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu abonnieren. Wie gesagt, bei Fragen meldet euch gerne bei mir. Wir haben eine Community-Gruppe. Könnt ihr gerne reinkommen. Schaut euch alles an. Und ja, kommt gerne auf mich zu. Und viel Spaß beim Schauen der anderen Videos. Bis bald.